Guten Abend, hier bin ich wieder. Heute habe ich mitgebracht eine Charanteismelone. Dieses gute Stück kostet 3,99 €, also 4 Euro. Eine Biofrucht, eine europäische Biofrucht. Gut, jetzt machen wir erstmal, jetzt lösen wir hier diese, keine Ahnung, warum hier jetzt ein Plastik nicht drumherum ist. Das ist die Verpackung. So, wie schneiden wir sie auf? Also hier oben hat sie einen Knubbel, sie ist beige, hat grüne Streifen, dann ist es so genoppt, genoppt. Sie riecht schon intensiv. So, wie schneide ich sie auf? Was habe ich denn alles dabei? Ich habe eine Säge dabei. Dann sägen wir sie doch mal auf. Oh, ein wenig dreckig, na gut. Jetzt bin ich aber gespannt, wie die aussieht. Ja, gucken wir mal rein. Aha. Lecker. Diese Melone ist lecker. So, jetzt haben wir mein Löffelchen. Und jetzt werden wir erstmal, man sieht, es ist orange, hat viele kleine. Jetzt holen wir erstmal hier den Rotz raus. So, der Rotz ist draußen. Das sind die ganz vielen Kerne. Es gibt gleich eine große Schweinerei. Man sieht es, guck. Hier kommt der Rotz. Hier kommen die ganzen Kerne raus. Ja, wie Nachgeburt. So, das ist die Kerne. Gucken wir mal raus. So. Der Geschmack ist schon intensiv. Ich merke es schon. So, jetzt ist es sauber. Das ist jetzt der Rotz, den man nicht gebrauchen kann. So, gut. Machen wir mal ein Löffelchen. Und probieren wir mal. Sehr aromatisch. Schneiden jetzt mal. Das ist mit dem Messer jetzt auch gut. Wunderschöne Stücke. Wunderschöne Stücke Melone. Also, wie schmeckt das? Die Melone schmeckt ein bisschen muffig, aber sehr feucht, wie man sieht. Man saut alles ein. Schön orange. Ja. Fruchtig. Ich kann mir das im Früchtesalat sehr gut vorstellen. Könnte mir auch ein Eis hier sehr gut vorstellen. Ist ja schon so was Eisiges. Bäh, eine große Sauerei hier. So, gucken wir mal weiter. Also, es gibt etwa vier solche Stückchen hier. Also, die kann man kaufen. Sehr lecker. Man saut sich nur den ganzen Tisch voll. So, das war's. Leider bin ich ja wie immer gegen Melonen allergisch. Ich merke es schon an der Lippe. Ja, das war's schon. Schmeckt sehr gut. Kann man nachkaufen. Endlich mal wieder was Leckeres, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal.